So, Leute, wir sind wieder da. AMA, Ask Me Anything. Heute mit meinen Gästen Björn und Michael. Björn, ganz kurz, damit die Leute wissen, die dich nicht kennen, wer bist du? Was befähigt dich dazu, über Punkte Bescheid zu wissen? Ja, prinzipiell befähigst du mich dazu. Also du hast mich eingeladen. Nee, ich beschäftige mich schon länger mit diesem Thema. Ab und zu hat man ja mal ein paar Punkte übrig. Und dann guckt man, wie man die lohnenswert am besten einsetzt. Also Lufthansa, Miles & More oder American Express Punkte. Und wenn man sich da so ein bisschen Gedanken macht, ein bisschen sich durchliest, kriegt man auch mit ein paar Punkten was Gescheites hin. Also erstens, du hast Ahnung davon, deswegen bist du ja auch dabei. Aber vielleicht noch ganz kurz, du bist Online-Händler und wohnst in... Ach so, Online-Händlerzeit irgendwann so vor 2000 und komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Alles klar, freut sie. Ja. Eigentlich kennt dich ja jeder, aber irgendwie auch nicht vielleicht. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der auch mal wissen will, was du eigentlich so machst und warum wir beide so dicke sind. Also ja. Muss ich sagen. Was sollte ich auch sonst sein, außer Online-Händler aus dem schönen Sauerland? Und warum wir so dicke sind? Wie lange ist es jetzt her? 6, 7 Jahre, wo wir uns mal über den Weg gelaufen sind? Zeit vergeht, Wahnsinn. Ja, das stimmt. So, Thema heute. Was? Moment. Muss ja auch noch dazu sagen, dass der Björn es auch entschuldigt ist, dass ich mich so viel mit meinem beschäftige, weil auf den ganzen Networking-Veranstaltungen, wenn man dann da ins Reden kommt, da merkt man, da lässt man sonst was liegen. Ja, ja, genau. Sehr gut. Also so ist auch dieses Dreieck entstanden, dass das Björn immer so der Typ war, wo man immer, wenn man noch, komm, wir fragen mal den Björn oder so, ne? Auch wenn wir ihm damit vielleicht manchmal auf den Keks gehen. Aber so ist das normal, ne? Einer für alle für einen. Dafür haben wir ja heute das Gespräch, dass wir alle mal ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe kriegen. Ja, genau. Ja, Thema, wie gesagt, Kreditkarten, Punkte einlösen, völlig egal, ob Miles & More oder jetzt Amex oder sowas. Es geht einfach darum, ich war ja noch nicht so in dem Äther so drin. Der Grötzi hat mich heiß gemacht. Also Björn den Grötzi und Grötzi mich. Ne, so. Und jetzt habe ich mittlerweile 450.000, sagen wir mal knapp 500.000, auf der Mastercard und keine Ahnung, auch fast 400.000 auf der Amex, ne? Oder 350.000, egal. Und es geht eigentlich darum, was mache ich eigentlich mit den Punkten? Der Grötz und ich haben ja letztens ein Video aufgenommen zu dem Thema, da ging es aber eher um die Vorteile und Nachteile der Karte. Jetzt geht es einfach mal darum, speziell, was macht man mit den Punkten? Das muss ja jetzt nicht immer so ein super riesiges Ding sein, aber ich habe zum Beispiel dich gefragt, Björn, ich möchte mit meiner Familie, also 2 Kinder, eine Frau, meine Große bleibt zu Hause. Also ich habe 3 Töchter. Wir wollen nach Australien. Natürlich nicht dieses Jahr. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber was kann man da machen? Das wäre jetzt so eine Frage. Oder eine andere Frage wäre, ich will nicht immer das Beste dafür kriegen. Es ist ja auch mal okay, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe letztens gesehen, bei Miles & More gab es ein Vakuumiergerät. Da habe ich überlegt, ob ich mir das holen. Gutes, was auch wirklich was gekostet hätte, weil ich ja Angler bin. Und wenn ich dann schon mal was fange, dann macht es ja Sinn, das vernünftig zu portionieren und schön wegzumachen. Also grundsätzlich sollte dieses Video darüber gehen, was kann man mit Punkten so alles Schöne machen. Das kann auch mal was Geiles sein, wo man wirklich viel für sein Geld kriegt, aber es kann auch mal so ein Ding sein, wo man sagt, naja, das lohnt sich jetzt nicht wirklich, aber bevor man das rumliegen hat oder was weiß ich, könnte man das und das machen. Ja, also prinzipiell bei Sachen, die aus dem World Shop kommen, also sprich hier dein Vakuumiergerät oder sonstige Sachen, habe ich die persönliche Erfahrung gemacht, dass sich das in den meisten Fällen in Relation zu Flugprämien nicht lohnt. Also es ist so, du bekommst einen sehr, sehr geringen Anteil für deine Meilen oder für deine Amex-Punkte zurück. Mhm. Das liegt dann meistens so irgendwo bei 30 Cent, 50 Cent pro Punkt. Und das geht, sag ich mal, im Flugbereich dann doch deutlich besser. Ja? Mhm. Und deswegen kommt es natürlich auch auf den Menschen an. Ich meine, wenn du eh nicht allzu viele Punkte hast und du hast genau jetzt, was weiß ich, deine 30.000 Punkte gesammelt und das Gerät oder das Teil spricht dich an und du hast kein Langstreckenflug in Planung, dann macht das natürlich auch Sinn, sowas zu nehmen. Mal ist ja gerade bei Miles & More, solange du keine goldene Kreditkarte hast, nicht gewiss eine gewisse Anzahl an Punkte generierst über die Karten, ja auch einen Verfall gibt, dieser Punkte. Ja. Okay, kann man den irgendwo sehen? Weißt du das? Das siehst du, das kriegst du angezeigt in deinem Miles & More-Konto. Ah, okay. Genau, wie viel dann irgendwann verfallen und so weiter. Das kann, ja, das wäre der blödste Fall. Ich meine, gerade jetzt kann es ja sein, wenn du keine goldene Karte hast oder wie gesagt nicht diesen Umsatz hast, dass du dann sagst, okay, komm, dann kaufe ich mir lieber
die Mikrowelle, als bevor es die weg sind. Hier ist es ja tatsächlich der Fall. Dadurch, dass ich auf Amex gewechselt bin, mache ich da ja alle Punkte. Deswegen habe ich da auch schon so gnadenlos viel jetzt mittlerweile schon drauf. Also für mich ist das dann tatsächlich ein Thema, einmal reinzuschauen und zu gucken, Mensch, verfallen bei mir irgendwann Punkte. Das ist also schon mal ein sehr guter Tipp jetzt für mich. Ja, auf alle Fälle. Ja, so mal, aber es ist trotzdem gut auf beiden Welten etwas. Also wenn man Umsatz hat, also sprich ein bisschen Geld mit der Kreditkarte ausgibt, ist es durchaus interessant, in beiden Welten aktiv zu sein. Gerade in deinem Beispiel, du hattest das ja schon vorgestern, glaube ich, gepostet gehabt. Da habe ich mich mal hingesetzt und gerade mit deiner Konstellation, dass du in beiden Sachen die Möglichkeit hast, Punkte auszugeben, kriegt man den Hinflug zum Beispiel mit dem einen Programm hin, den Rückflug mit dem anderen. Ah, okay. Ja, das macht durchaus Sinn. Okay. Ja, genau. Quentin schreibt noch zwischendurch, dass der Frequent Traveler-Status auch den Meilenverfall hemmt. Aber gut, dafür muss man natürlich dann auch entsprechend fliegen, und wenn man halt nicht fliegt und nur Meilen sammelt, dann wird es mit dem FTL, glaube ich, auch kompliziert. Oder den kriegst du nicht über Umsatz, den kriegst du nur über Flüge. Ja, aber da muss ich dazu sagen, wenn jemand FTL ist, dann hat er für gewöhnlich auch mindestens die blaue Miles & More Karte, und dann kommt er auch für gewöhnlich über den Umsatz drüber, sodass die Punkte geschützt sind. Also das ist dann ein bisschen doppelt gemoppelt, aber klar, natürlich, FTL schützt das auch. Wobei, wenn wir jetzt noch mit Stati bei den ganzen Airlines anfangen, dann sind wir heute Abend um 23 Uhr noch dabei. Ja, das ist eine ganz andere Nummer dann. Ja. Wie man was dann, da musst du auch anders da fliegen. Da musst du also gerade was die Programme angeht, dich mit jedem Programm ganz genau auskennen, weil die einen, die gehen auf die Preise, die anderen gehen auf die Entfernung. Also da ist schon vieles am Start. Ja. Okay. Mir fällt gerade was ein, bevor du da dieses Australien-Beispiel jetzt mal nimmst. Ja. Ne? Fragt noch einer, was ist FTL? Frequency Flyer. Also wenn du bei Lufthansa eine bestimmte Anzahl von Flüge pro Jahr, Kalenderjahr, oder aber eine bestimmte Anzahl von Statuspunkten, das hat wiederum was damit zu tun, wie weit du fliegst, was ein Ticket kostet, pro Jahr hast, dann kriegst du einen Status. Das ist einmal der Silberstatus. Damit bist du Frequency Flyer und darfst auch bei billigen Tickets in die Lounge rein. Oder dann gibt es noch den Goldstatus und den Horn. Also da gibt es noch mehr hinten dran, wenn man ganz dolle viel fliegt. Aber ich glaube, das ist nicht unser Klientel. Okay. Bevor wir, wie gesagt, das Beispiel mit der Australienreise jetzt einfach mal anmachen und ich, wie ich so höre, dich auch heiß gemacht habe auf Australien. Ja, natürlich. Auf Australien. Ich ganz ehrlich, nicht gedacht, dass man es für so wenig hinkriegt und zu interessanten Terminen. Okay, cool. Also dann bin ich ja mehr als gespannt jetzt. Ja. Was wir gleich noch kurz besprechen sollten, wir hatten letztens bei der Vorbesprechung einmal ganz kurz diese Sache mit, wenn man einen Innerflug hat, so, oder europäischen Flug, dass man, also das bitte unbedingt noch als Beispiel bringen, weil das war auch sehr interessant. Ja. Ja, nicht, dass wir das vergessen. Genau. Grötzi, hast du noch irgendwas? Wolltest du jetzt noch irgendwas vorab? Lass uns das gleich machen, haben wir es durch. Mit dem Innerdeutschen. Grötzi meinte dann so von wegen, ja, das Blitz ist wohl dabei, seine Flüge in Eco in Deutschland zu verbraten. Und es gibt durchaus Konstellationen, wo das auch Sinn macht. Also gerade bei dem Lufthansa-Programm ist es so, dass es immer einen fixen Meilenbetrag gibt pro Strecke. Also jetzt mal die Meilenschnäppchen ausgenommen. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, ist theoretisch, also außerhalb der Corona-Zeit, es wäre jetzt IFA und man würde sich überlegen, okay, ich will noch nach Berlin von München oder was auch immer, dann wären diese Flüge, wenn man denn fliegen will, extrem teuer. Die Meilenflüge, die Verfügbarkeit davon ist aber recht gut und man zahlt trotzdem nur wenig Meilen für diesen Flug. Also da ist durchaus auch was, also es macht sicherlich keinen Sinn, zu Normalzeiten Meilen zu verfliegen im Eco, im innereuropäischen Bereich. Aber zu so Stoßzeiten ist das durchaus interessant. Also wenn ich mal irgendwohin kurzfristig möchte und ich sehe, der Flug ist unheimlich teuer, könnte ein Blick in das Meilenkonto helfen. Das fand ich sehr interessant, weil das habe ich ja öfter mal, wo ich sage, ah Mist, ne, in 3 Tagen, dann kostet der Flug nicht mehr 80 Euro, sondern 300 Euro. Das ist dann natürlich schon ein bisschen, ne? Ja, das ist richtig, genau. Gut. Das sollte man auf alle Fälle machen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt mit Australien raushaust. Wenn Grötzi nicht noch irgendwas hat?
Alles gut. Ist gut. Also ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe diese ganzen Sachen Bildschirmkopien gezogen gestern, um das euch zu präsentieren. Ich denke, das ist einfacher, als wenn ich nur die Zahlen euch vorlese. Ich gucke jetzt mal, dass es funktioniert. Kleinen Moment. Maus ist eingeschlafen. Toll. Stück. So. Seht ihr was? Ja, das sieht gut aus. Okay, also Grundvoraussetzung ist folgende. Micha, Familie, zwei Kinder, möchte nach Australien. Und zwar, da kommen wir zum ersten Punkt, er möchte natürlich in den Ferien dahin. Jetzt ist es so, dass man Meilentickets für gewöhnlich nur ein Jahr im Voraus planen kann. Ich habe jetzt einfach mal den März genommen, also die Osterferien. Ob das jetzt die optimale Reisezeit für Australien, für eine Campingtour ist, weiß ich nicht. Ich vermute jetzt einfach mal, das passt. Ja. Für den Hinflug. Hör mal, nicht, dass du da genau das rausgesucht hast, wo die weißen Haie am Great Barrier Reef sind, weil ich... Australien ist groß. Also ich habe tatsächlich mal so eine 30-Sekunden-Recherche auf Google gemacht und da war es durchaus so, dass Ostern eine Reisezeit ist. Ob das jetzt für den Süden oder für den Norden ist, du sei dahingestellt. Ich sage jetzt einfach mal, du fährst überall hin und irgendwo ist es auch schön. Okay. Also, den Hinflug. Hinflug habe ich mal über das Programm von Lufthansa ausprobiert und kam darauf, dass also du pro Person 97.000 Meilen brauchst. Auch die Kinder? Die Kinder zahlen ein bisschen weniger. Okay. Ein bisschen weniger und gute 100 Euro an Steuern und Gebühren. Das ist richtig günstig. Also wenn du so einen USA-Flug hast, dann bist du durchaus mal bei 500 Euro Steuern und Gebühren. Und das war für die Strecke, ist das wirklich wenig. Mhm. Und auch an guten Zeiten, wenn du jetzt mal den unteren Flug dir anschaust, den hier Düsseldorf-Sydney, da würdest du über Tokio fliegen, allerdings mit dem Flughafenwechsel in Tokio. Und das wäre eigentlich ziemlich ideal, weil das wäre an dem Freitag, an dem es Ferien gibt, würdest du um 20 Uhr abends losfliegen und wärst dann zwei Tage später um 9.55 Uhr startbereit in Sydney. Mhm. Ja, eine coole Sache. Kannst du auch aufbohren, das ist das Schöne am Lufthansa-Programm, du kannst auch einen Stopover hinkriegen, du kannst also sagen, okay, ich will im ersten Schritt nach Tokio, will in Tokio noch zwei Tage mir Tokio angucken und will dann erst weiter nach Sydney. Kostet keinen Aufpreis, geht einfach so. Cool. Und ich besuche Rakuten. Genau. Tokio, super interessante Stadt. Warst du da? Ja, wir haben das mal als hinten dran gebastelt an einer China-Tour. Okay. Ja, das ist auch das Tolle. Du kannst also auch sagen, okay, wenn du, es kostet nicht mehr, ja. Wenn du sagst, okay, du fliegst von Frankfurt nach Shanghai, hast Shanghai dann 3-4 Tage Aufenthalt, machst da was und fliegst dann weiter nach Tokio. In Tokio bist du auch ein paar Tage. Das ist also der eine Flug. Der andere Flug geht dann zurück von Tokio über wegen mir Seoul wieder nach Frankfurt. Das geht alles. Also mit hast du eigentlich drei Städte zum Preis von einem. Okay. Ja, musst nur gucken, gerade beim Lufthansa-Programm, dass du in der gleichen Region bleibst. Mhm. Also da würde jetzt zum Beispiel hier wie in dem Beispiel Singapur nicht funktionieren. Mhm. So, jetzt gehe ich mal weiter. Das macht nichts, da war ich mit dem Grötzi schon letztes Jahr. Wunderbar. Das heißt also, hier unten habe ich es nochmal zusammengefasst. Du hast 125 Euro, die du roundabout jetzt bei dem Flug mit der Anna bezahlen musst und 97.000 Miles and More. Mhm. Das wären deine 400.000. Oder wenn du nur Amex hättest, müsstest du mal zwei rechnen, weil dann würdest du die Punkte im Verhältnis 1:2 zu Payback tauschen und dann wiederum 1:1 in Miles and More Punkte. Ah, okay. Da siehst du, wie die Wertigkeit ist, ja. In dem Programm, die Wertigkeit in dem, also Amex zu Miles and More ist jetzt nicht so prickelnd, aber machbar. Okay. Ja, so. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst das Ganze, also den Hinflug mit dem Amex-Programm durchführen, könntest du auch hier mit Japan Airlines fliegen, auch über Tokio, dann wäre auch möglich, wäre aber da teurer in dem Programm. Ja? Und das ist Business Class? Ja, selbstverständlich.
Ach. Ja, ja. Ja, nee, nee, das macht ja unten, also Economy macht keinen Sinn. Dann kannst du auch das Ticket normal kaufen. Trotzdem interessant. Warum macht Economy keinen Sinn? Weil es kostet ähnlich viel Gebühren. Es kostet ein bisschen weniger Meilen, aber wenn du am Ende die Ticketpreise siehst, die also normalerweise am Markt verlangt werden, bist du ja beim Business-Ticket teilweise bei Faktor 5. Ich wollte gerade sagen, da reden wir ja hier über mehrere tausend Euro wahrscheinlich. Ja, das habe ich nachher noch, kommt noch. Okay, kommt. Sehr gut, cool, ja. So, Hinflug. Jetzt nehmen wir mal den Rückflug, ja? Ja. Rückflug bist du hier ein bisschen, entweder im Miles & More-Programm wäre die Version über Singapur, das ist also der letzte Tag der Ferien, wärst du dann wieder zurück. Mhm. Am Sonntagabend, Montag geht es dann in der Schule wieder los. Mhm. Und ich meine, das von der Seite ist auch ganz lustig zu sehen, dass das theoretisch jetzt noch möglich ist, ja, dass du für die Osterferien ein mit erster Tag weg und letzter Tag zurück, dass du das über die Meilenverfügbarkeiten noch kriegst. Mhm. Auch wichtig zu wissen. Das obere Beispiel hier ist auch wieder Miles & More. Das untere Beispiel, und das ist jetzt eigentlich auch recht interessant, ist über das Delta-Programm, also Delta Airlines. Mhm. Da kommst du über deine Amex-Punkte hin. Und wenn du jetzt den Vergleich hier siehst, hier unten, da du ein besseres Tauschverhältnis hast bei den Amex-Punkten. Also für 90.000 Delta-Punkte, die musst du mal 3 nehmen durch 2 teilen und dann kommst du auf deine Amex-Punktzahl. Und da bist du mit 135.000 Amex-Punkten dabei. Wow, und 60 das ist schon ein Unterschied. Euro. Also kommt es auch immer darauf an, ne, in welchem Programm bist du unterwegs. Ne? Richtig, das, genau. Richtig. Okay, ja. Und da wird es auch noch ein bisschen günstiger mit Kindern. Ich hatte das jetzt nicht ausgerechnet, weil das dann auch effektiv bei dem jeweiligen Programm auf das Alter des Kindes ankommt, was dann jetzt, ob es weniger Punkte sind oder weniger Steuergebühren. Aber das macht den Bock nicht fett. Mhm. Ja? Aber da wärst du dann, das wäre einmal eine Version über Taipei, würdest du fliegen. Oder hier unten noch eine Version, da würdest du, das ist was ein SMG, das dürfte Vietnam sein. Ja, Hanoi oder was? Ja, genau. Ja, das sind so die Geschichten, ja, die du machen kannst. Oder aber du sagst, okay, du willst irgendwie über, das ist jetzt Etihad, das Ganze über Etihad, aber das war jetzt zu dem Zeitpunkt, also für den Flug uninteressant. Da hättest du 320 Euro Gebühren gehabt. Da rechnen die Punkte sich ein bisschen anders. Da musst du mal 5 nehmen durch 4 teilen, um auf die Amex-Punkte zu kommen. Da bist du aber bei knapp 200.000. Mhm. Ja? Okay. Also mit anderen Worten, der Flug wäre echt möglich. Und ich meine, wenn du jetzt mal guckst, was du da an Geld investieren musst, hier für einen Rückflug, für 4 Personen 240 Euro, das ist echt... Business! Wir sprechen von Business Class. Business! Ja. Das ist ganz heißer Shit hier. Ey, ja. Cool! Das Video hat die Welt gebraucht, definitiv. Ja, siehst du. Und wenn die jetzt, noch jetzt habe ich mal den Preis, also das hier, diese 5.130 Euro ist der Preis von gestern, mit den beiden Flügen, die ich da oben rausgesucht habe, also den mal rauskalkuliert über Google Flights. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht vielleicht irgendeine Option gibt, dass das Ding noch günstiger ist, aber das ist noch scheißegal, selbst wenn es 4 wären, ja. Selbst wenn es 4.000 wären, ist ja immer noch der Knaller, ne? Genau. Sehr geil. Okay. Ja. Also von der Seite her ist das schon heftig, zumal da auch noch irgendwo ein bisschen Haken dabei ist, weil wenn du es hier siehst bei Cheap Chair, okay, Cheap OR würde ich jetzt auch nicht, weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber wenn du es bei der Fluggesellschaft selbst buchen wirst, liegen die momentan bei 11.000 Euro. Ach, das macht nichts. Grötzi und ich sind auch mit, wie hießen die Grötzi? Dancing with Lady Luck, wo wir uns so kaputt gelacht haben. Rot. Skot, wir sind mit Skot geflogen und beim Einchecken irgendwie irgendwas. Möchten Sie noch eine Versicherung haben? Nein, I'm dancing with Lady Luck. Genau. Okay. Wir haben uns kaputt gelacht im Checkout, mega geil. Also, das geht alles, ja. Ja. Also, so von der Sache her, du musst halt wirklich schauen. Und das Wichtige ist, du brauchst Zeit dafür und du musst alles Mögliche ausprobieren. Also, ich weiß, ob du es am Anfang gesehen hast, der Hinflug. Von Lufthansa, der ging über Düsseldorf. Ich meine, für dich ja kein Thema. Ja, genau. Düsseldorf-Appen, die Ankunft, der war jetzt, der Flug zurück war nach Frankfurt.
der gleiche Flug oder ein ähnlicher Flug ab Frankfurt hin zu uns wäre deutlich teurer geworden. Okay. Ja, diese Steuern und Gebühren sind nur bedingt nachvollziehbar, weil das war also auch, das kann hier jeder mal ausprobieren mit den Daten, einmal das Ganze von Düsseldorf zu starten und einmal von Frankfurt zu starten, beides über Singapur und du hast eine Verdoppelung plötzlich der Gebühren. Mhm. Keine Ahnung warum. Ja. Fraport muss Geld verdienen, wir haben Corona. Ja, Düsseldorf auch, du. Ist mir aber relativ egal, also da mache ich mir keine Gedanken drüber, warum auch, weil es ist so, wie es ist, du musst halt nur sehen, dass du am Schluss, so wie du gerade gesagt hast, einfach das Beste rausholst und das waren jetzt aus dem Kopf raus, wie viel Euro müsste ich jetzt bezahlen statt der 5.100, hast du gerade eine Summe im Kopf? Wenn man es einmal, also ich habe das, mein 5.100 ist ja pro Person, ja? Ja. Wenn müsstest du einmal 60 Euro und zu echt 60 Euro müsstest du 120, also bist du unter 200 Euro, 180 Euro. 180 in Relation zu 5.000. Und pro Person. Wie bitte? Pro Person. Also aus 2.000, 20.000 Euro ja. Werden 800 Euro. Genau. So ist es. Ja, also ist die Frage, auf wie viele Punkte kamen wir noch, die wir dafür verbraten würden? War Lufthansa waren es knappe 400.000 und für den Rückflug waren es von der Amex-Seite, wie gesagt, ich müsste das mit den Kindern, das ist immer so ein bisschen das Thema, was wir bleiben wir bei einem Erwachsenen. Bei Erwachsenen, genau. Vielleicht 500.000, ja. 500.000 Amex auf dem Rückflug und 400.000 für die Lufthansa auf dem Hinflug. Man muss generell sagen, dass die Lufthansa-Punkte ein bisschen mehr, also mit denen kannst du mehr anfangen, weil das Programm halt unheimlich geil, also richtig gut ist, was die Verfügbarkeiten angeht. Und, ach so, das muss man auch noch dazu sagen, vielleicht für den einen oder anderen interessant, dass du jenseits der Meilenschnäppchen immer die Option hast, einen Flug für 50 Euro Gebühr zu stornieren. Das heißt, du hast jetzt dir irgendwas zusammengebastelt, so einen 5.000-Euro-Flug, dann hast du ja bei den günstigeren Business-Class-Tarifen ja auch nicht die Option, einfach zu stornieren. Du kannst nur verschieben. Bei den Meilenflügen geht das. Ja, das ist eigentlich auch für viele ziemlich wichtig. Moment. Also, ich würde das jetzt buchen, was du mir rausgesucht hast. Ja, zum Beispiel. Und dann sage ich irgendwann im, keine Ahnung, Dezember, oh nee, irgendwie Corona und überhaupt und was weiß ich was. Dann kann ich stornieren für 50 Euro Punkte. Richtig. Nee, 50 Euro echtes Geld. Pro Person. Pro Person. Ja, ja, aber selbst das ist ja, wäre ja unschlagbar. Also das ist ja, ich wusste nicht, dass das so heiße Scheiße ist. Ehrlich gesagt, das ist ja mega, ey. Ja. Das ist recht cool, weil wie gesagt, das hast du ja dieses, die Option zu stornieren hast du ja nur bei den Flex-Tarifen, die ja üblicherweise teurer sind. Das heißt, meine Berechnung am Ende, die ich da gemacht habe, mit den 5.000 Euro, die hinkt in dieser Sache natürlich, weil es ja kein Flex-Tarif ist, den ich verglichen habe. Mhm. Also der wäre noch teurer. Ja. Okay. Ja, also aber wir waren jetzt bei Punkten, die wir benötigen würden, bleiben wir mal bei dem Beispiel von den Amex-Punkten. Junge, über einen dicken Daumen bei 500. Für vier Personen. Ja. Gut, das heißt, pro Person bist du bei guten 50.000 Punkten, aber einen ganz dicken Daumen, ein bisschen aufgerundet. Ja, ich hatte es hier ausgerechnet gehabt. Doch, Rötzi will mit. Der rechnet schon. 135.000. Okay. Für den Rückflug und für den Hinflug, wenn du keine Lufthansa-Meilen hast, kostet der Hinflug 200.000. Okay, also 330.000, 350.000, scheißegal. Da bist du dabei. Business, Australien hin und zurück in den Ferien, wohlgemerkt. Ne? Ja, genau. Das muss man dazu sagen, weil man natürlich, wenn man jetzt nicht auch an Ferien oder keine Ferien hat, auf die man achten muss, dann gibt es natürlich noch ganz andere Optionen. Dann kannst du hergehen, kannst sagen, okay, du suchst dir ein Meilenschnäppchen raus irgendwo nach, wegen mir nehmen wir wieder Tokio, wo du für günstig Geld hin und zurück kommst. Und von Tokio machst du nochmal einen Extraflug. Das geht auch. Ja. Da kommst du wesentlich günstiger. Außerhalb der Ferien und spontaner. Krötzi denkt gerade nach. In der Zeit stelle ich noch eine Frage. Jetzt ist natürlich Australien ein extremes Beispiel, ja, in Anführungszeichen. Ja.
Hast du noch, ohne dass du es jetzt ausgearbeitet hast, aber was ist so etwas, wo du sagst, das lohnt sich auch mal? Du bist ja sehr viel mit dem Thorsten unterwegs. Ich habe da jetzt extra noch was für Krotzi. Also, ich bin gespannt. Ich hätte was vorbereitet. Und zwar, ohne dass ich irgendeine Ahnung von der Materie habe, aber denke ich mir, dass für den Krotzi natürlich die London Coin Fair unheimlich wichtig wäre. Kann das sein? Mal besuchen, natürlich. Krotzi, kannst du bitte Lilou mitnehmen? Die will in dieses Harry Potter-Ding. Ja, okay. aber das ist für mich nichts, Harry Potter. Nee, da musst du mit deiner Tochter selber hin. Sollst du ja nur hinbringen. Ja. Also, da bist du jetzt zum Beispiel, also ich habe das jetzt mal ausgerechnet, dass du morgens hin, abends zurück, so mit einer richtig guten, also mit British Airways bei der Fluggesellschaft, bist du mit 17.000 Avios, das heißt ungefähr, ziemlich genau, 21.250.000 Amex-Punkten und einem Euro Zuzahlung in London wieder zurück. Und Grötzi, du hast die Punkte. Ja. Das wäre so eine Sache. Ich meine, das kannst du mit wenig Punkten und das macht auch Spaß. Also auch die Lounge da in London Heathrow ist auch super. Da müsst ihr nur aufpassen bei der Sache, dass ihr Rückzugs nicht von London City Airport fliegt. Die hat keine Lounge. Und da bist du dann auch wieder bei dem Punkt, wo es etwas komplexer wird, coole Angebote zu finden, wenn du dann deinen Zubringer erst nach London hast und dann ab London halt ein tolles Angebot hast, wo du halt rüber nach Amerika kommst oder wo du auch immer hin willst. Da muss man dann auch sehr flexibel sein. Aber irgendwo so eine grobe Richtschnur oder eine Übersicht, in welchem Programm man was suchen sollte, hast du jetzt nicht, dass du uns so ein paar grobe Hinweise geben kannst. Mensch, wenn ihr nach da wollt, dann guckt euch mal bevorzugt die Asien Punkte. Eher das oder wie meinst du es? Ja, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Es gibt da ganz tolle viele Seiten, was weiß ich, Meilen optimieren und Konsorten im Internet, die sich mit solchen Thematiken, mit so Sweet Spots beschäftigen, mit wem man was fliegt. Was man generell sagen kann, was eine interessante Sache ist, also jetzt gerade, wenn man jetzt nicht im Besitz der Platin-Karte ist und also sprich, beim Business-Flug dann die ansässigen Loungen nutzen möchte, dass man versucht, wenn es denn sinnvoll ist, dass man immer den Hauptteilnehmer in dem Land, in dem man startet, nutzt. Also sprich, wenn ich von Frankfurt aus fliege, macht es durchaus Sinn, die Lufthansa zu nehmen. Obwohl, sagen wir mal, die British Airways, die hat ihre Lounge, also die Lounge von der British Airways ist bei Japan Airlines und die ist auch top. Aber prinzipiell immer den Hauptnutzer zu nehmen. Oder wenn du ab Hongkong fliegst, dass du dann mal guckst, dass du mit der Cathay Pacific fliegst. Das ist einfach besser, als wenn du in die Partner-Lounge von der Lufthansa kommst. Die ist dann von Thai Airways und die ist so ein bisschen im Keller. Mhm. Ja. Okay, also es ist Arbeit, aber es lohnt sich, wie man gerade gesehen hat. Ich meine, 20.000 Euro zu 800 oder sagen wir mal 1.000 ist ja auch egal. Ja, man muss natürlich auch sagen, du investierst ja auch echtes Geld, weil wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, meine Amex-Punkte. Ja, klar. Die könnte ich ja theoretisch im Verhältnis 2:1, also 2 Amex-Punkte zu einem Payback-Punkt tauschen. Mhm. Und ein Payback-Punkt kann ich mir auszahlen lassen. Für einen Euro. Geht ja. So, das heißt, an sich ist vorneweg ein Amex-Punkt immer 50 Cent wert. Mhm. Alles, was drunter liegt, macht keinen Sinn. Nur wenn das jetzt mit dem Zug, einen halben Cent. Einen halben Cent, nicht 50 Cent. Einen halben Cent, danke. Ansonsten würden wir ja gehen. Sonst wäre es böse. Du hast vollkommen. genau. Ups. Jetzt seid ihr weg. Wir sind noch da, du bist noch da. Okay. Hat irgendwie gehakt. Bei Payback gab es doch auch eine Aktion. So habe ich zumindest letztes Jahr, weil man kann ja, wenn man bei eBay ein bisschen was einkauft, auch mit Payback Punkte bei eBay sammeln. Und was will man mit Payback-Punkten? Natürlich in Lufthansa-Meilen umtauschen. Das wird ja im Verhältnis 1:1 gemacht.
wo es aber letztes Jahr eine Aktion gab, 25% oder 50% Aufschlag sogar. Und das müsste ja dann theoretisch auch mit Punkten gehen, die ich von Amex zur Payback rüberschiebe. Dann habe ich ja da erstmal meine Payback-Punkte. Umgekehrt geht nicht. Nee, umgekehrt, es geht nicht. Aber du kannst tatsächlich, kannst du entweder bis zum bestimmten Betrag, das wird ist meistens irgendwie ein bisschen gedeckelt, kannst du dann zu besseren Konditionen tauschen. Ich glaube, das gibt es so am Ende des Jahres häufigerweise. So, wenn sowas jetzt kommt, aber wo ich mehr Erfahrung als wir beide mit dem Punktetausch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier bei Amex meine 1 Million Punkte, möchte was zu Cathay Pacific, was zu Payback rüberschieben, wie lange dauert sowas? Weil wenn ich ein Angebot gefunden habe, muss ich ja dann auch sagen, gut, ich muss jetzt halt erst über Payback nach Miles & More 500.000 Punkte rüberschieben. Mhm. Gibt es das Angebot dann noch? Wenn nein, liegen meine Punkte dann da? Ein bisschen Erfahrung, wo man da drauf achten sollte? Ja, das ist das Problem. No risk, no fun. Du hast keine, also ist es mir zumindest, wüsste ich nicht wie, man das absichern könnte. Es geht aber recht schnell. Also bei British Airways, mit denen habe ich schon einige Male Meilen transferiert, das war mal 24 Stunden, mal 48 Stunden später da. Das geht. Ja, und bei anderen Programmen, ja, ist tatsächlich, es gibt sogar Programme, gerade aus der Amex-Seite, da kannst du gar nicht sehen, ob Verfügbarkeiten da sind, ohne die Punkte dazu zu haben. Mhm. Was völlig, also in meinen Augen völlig blödsinnig ist. Aber die sagen, okay, wenn ihr hintransferiert, ist schön und gut. Wir gehen davon aus, dass du die Punkte schon bei uns hast und dann machen wir was damit. Ja? Aber du kriegst die Punkte ja nie wieder raus. Gut, und je nachdem, welche Menge man da überträgt, möchte man sie da ja jetzt auch nicht zwangsweise bei Japan oder bei Asia Miles genau. liegen haben. Wenn man genau. dann halt jetzt einmal zur Canton Fair über irgendeine Asia Miles fliegen will. Ja, aber Asia Miles ist genau das Problem. Also da mit denen war ich dann auch schon ein paar Mal in Diskussionen und habe gesagt, Leute, was kostet denn? Dann sagen, kommt da als Antwort, du hast doch die Meilen gar nicht. Sag ich, ja, ich habe die Meilen hier nicht, aber ich könnte sie zu euch transferieren. Ja, wir treten weiter, wenn sie transferiert sind. Und da gibt es auch keine Portale oder irgendwas, wo man das mal checken lassen kann. Ja. Weil theoretisch bräuchte ich ja nur einen bekannten Kollegen, der sagt, komm, ich habe bei Asia Miles eine Million Meilen rumliegen. Genau, guck mal nach. Du guck mal nach und dann kriegen wir das hin. Ja. So typisches Ziel noch in Dubai, was ich da gelesen habe, wenn ich jetzt mit Emirates irgendwann mal Business Class fliegen will. Im Idealfall, solange der A380 noch in der Flotte ist. Ah, ich liebe diesen Vogel. Ja. Bester Flug. Oder Grotzi? Definitiv. Das war so ein geiler Flug, ja. Dass man bei Emirates zum Beispiel nie mit Meilen ein Business-Class-Ticket buchen sollte, sondern dort eher immer ein Eco-Ticket und dann das Upgrade mit Punkten. Dass das... Ja, das Problem ist, dass du das nicht genau weißt. Also weißt du zu dem Zeitpunkt des Kaufs meines Erachtens nicht, ob du es dann upgraden kannst. Also sprich, erst wenn du das Ticket hast, kannst du gucken, ob das Upgrade fähig ist. Oder weil das auch damit immer zu tun hat, wie viel Platz noch in der Business Class ist. Und in welcher Buchungsklasse du dann in der Eco überhaupt genau. drin bist. Von der Seite her, das ist so ein bisschen problematisch. Das kannst du bei Lufthansa genauso machen. Du kannst ja auch bei hochwertigen Eco-Tickets die upgraden. Aber das lohnt sich, also bei Lufthansa lohnt sich es von den Punkten her kaum. Und gerade wenn ich für das Eco-Ticket schon dann die hohe Buchungsklasse habe und das Eco-Ticket dann halt nicht 400, genau. sondern schon 800 Euro kostet, da habe ich ja schon. Ja, ist richtig, genau. Da macht das. Und was man auch sagen muss, ich habe es nicht mehr ganz genau im Gedächtnis, aber wo wir von Dubai nach Düsseldorf zurückgeflogen sind, da haben wir auch noch ein Upgrade-Angebot gekriegt und wir hatten echt günstige Flugtickets für die ganze Reise uns zusammengesammelt. Da hat man ein Upgrade-Angebot gekriegt in die Business für, glaube ich, 210 Euro oder was. Also es war echt günstig und hätte mich nicht der Fluch Asiens mit Magenproblemen getroffen. Ich hätte es auf jeden Fall gerne mal gemacht, mit dem Chauffeur am Hotel abgeholt werden. Hat ja schon was. Muss man im Leben gemacht haben. Ja, das davon geht muss man. Nur das Problem bei diesen 200-Euro-Dingern ist ja meistens das, dass du es erst am Flughafen beim Einchecken gesandt bekommst. Also sprich, du hast dann den ganzen Vorlauf mit abgeholt werden und mit Lounge meistens nicht. Hm? Ja, dass du nur wirklich in der besseren Kategorie sitzt. Weiß ich jetzt halt, wie es da gelaufen ist.
kam halt einen Tag vorher, wo man eben online eingecheckt ist, möchten Sie nicht ein Upgrade haben? Und dann denkst du dir für den Preis, oh, lieber Magen, warum tust du mir das nur an? Ja. Glück gehabt, du hast mal eine Kreditkarte gehabt. Was auch noch so ein Tipp für Leute, die, sag ich mal, so ein bisschen risikobereit sind und Zeit haben. Das ist gut. Ja, das ist gut. Da haben wir ein paar Rockstars. Ja, ein paar Rockstars. Dann ist das Ganze über Alitalia zu buchen. Also eine Fluggesellschaft. Wie Alitalia? Ja, Alitalia hat auch mein Programm. Kommst du auch von American Express Punkten hin? Also allein die Verfügbarkeit in diesem Programm rauszufinden, ist die erste Viertelstunde ist rum. Der Rechner ist so grottenlahm. Aber teilweise für echt, echt interessante Angebote. Muss natürlich dazu sein, dass mit allen Risiken, die bei Alitalia dranhängen, ja. Nämlich? Ja gut, die haben ja auch schon einmal waren die Punkte weniger wert plötzlich. Ja, das kann schon mal passieren. Aber prinzipiell auf alle Fälle ein Programm, wo wir mal hingeguckt haben. Also, aber du guckst da rein und was sind da Meilenschnäppchen oder was? Ja, das sind Meilenschnäppchen. Also du kannst ja, die Alitalia ist in der gleichen Allianz, also in dieser Sky-Team. Wir haben ja drei verschiedene Allianzen. Star-Allianz, Oneworld und Sky-Team. Sky-Team sind so die Major-Player hier, die Air France und die KLM und die Alitalia. Und du kannst also, ich war jetzt Anfang des Jahres, bevor die ganze Sache mit Corona losging, Thorsten in der Lombardei. Und hatte ich auch über Alitalia gebucht. Am Ende bin ich dann zwar irgendwie mit KLM geflogen, aber die Buchung war so rum deutlich günstiger, als wenn ich sie bei KLM gemacht hätte. Also auch eine Sache, das sollte man mal probiert haben. Und ist auch meines Erachtens das einzige Programm, wo man noch eine echte Plastikkarte bekommt. Okay. Essenz des Ganzen, man muss eine Menge Zeit investieren, man muss viel suchen und es ist nicht, dass man einfach sagt, klar, du kannst auch einfach sagen, gut, ich habe jetzt hier, weil ich ganz viel Umsatz schiebe, habe irgendwie 5 Millionen Amex-Punkte. Ja. Ist mir jetzt scheißegal. Ja. Sorry, ganz egal, ob der Flug 100.000 oder 150.000 oder 200.000 Punkte kostet. Ich nutze die Zeit lieber, um mehr Geld zu verdienen und um mehr Umsatz über meine Kreditkarte zu schieben. Dann kann ich natürlich wahrscheinlich hergehen, kann sagen, gut, ich klicke mich bei Lufthansa rein, suche mir irgendeine schöne Verbindung raus mit Singapur, ab dafür und gut ist das Ganze. Genau. Nee, da hast du vollkommen recht. Also das kann man auf alle Fälle machen. Ansonsten soll man wirklich suchen und auch mal ein bisschen mit den Datenspielen, also mit den Abflugorten, dass man sagt, okay, Düsseldorf ist für mich, also gerade bei euch oben, Köln ist Fahren, ja. Und was auch eine super Sache ist, also ich hatte auch ein schönes Angebot am Ende gesehen gehabt, das hat vom Datum nicht so hundertprozentig gepasst, wenn du ab Amsterdam geflogen wärst. Ich meine, das ist jetzt ja auch kein Riesenweg, wäre theoretisch möglich. Klar, ja. von hier nach Amsterdam fahre ich, glaube, 2,5 Stunden, 3 Stunden höchstens. Ja. Nach Frankfurt fahre ich auch 2. Genau, das meine ich damit. Also man muss da ein bisschen offen sein. Also gerade wenn du jetzt Amsterdam mit der KLM oder wenn du, ob du Frankfurt mit Lufthansa fliegst, ist eigentlich, nimmt sich nicht viel. Mhm. Und da ist es ja auch teilweise noch was Flugpreise angeht, wenn ich noch überlege, wo wir nach New York letztes Jahr geflogen sind. Haben wir ab Brüssel bezahlt für ein Eco-Ticket irgendwie 180 Euro hin und zurück nach New York über einen großen Teich. Also da halt, klar, du hättest auch ab Deutschland fliegen können, da wäre das Flugticket irgendwo mindestens 100, 150 Euro teurer gewesen, was Flughäfen angeht. Da eine gewisse Flexibilität haben und auch was Meilenstäbchen angeht. Eventuell auch mal gucken, ob man nicht ab Budapest nach Sydney fliegt. Mhm. Wenn du da noch ein ganz coolen Deal findest und man dann halt sagt, gut, man fliegt dann halt mit einer Wizz Air Eco die 1,5-2 Stunden eben nach Budapest runter, nächtig da ganz entspannt nochmal eine Nacht im Hotel, guckt sich da Budapest an und fliegt dann von dort aus halt an sein Ziel. Also da halt auch wieder ein geiles Hotel über die Amex, was du dir ziehen kannst. Ne? Die haben ja jetzt die Tage, kam ja wieder was, wo du dann wirklich mega Dinger für echt geile Kohle kriegst. Kostet zwar immer noch was, aber das ist auch Luxus pur, ne? Was man aber da bedenken muss bei so Sachen, also ich meine, Kosti, du hast jetzt gesagt, man schläft eine Nacht, das macht auch sehr viel Sinn, dass man genug Zeitpuffer hat, weil sobald du 2 Tickets hast,
Ja. Die zweite Fluggesellschaft nicht mehr verpflichtet, dich zu transportieren, wenn die erste Mist baut. Das heißt, habe ich jetzt wie in unserem Fall vorhin mit Australien, nehmen wir mal an, der Flug irgendwie nach Tokio, da geht irgendwas schief, dann ist es kein Problem, du kriegst irgendwas anderes, was dich nach Sydney bringt. Mhm. Und das wäre in einem anderen Fall wäre das so. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Was auch noch eine interessante Geschichte ist, du hast verschiedene Länder, die verschiedene Regularien haben, was Steuern und Gebühren angeht. Also jetzt mal Rennstrecke, was nennen wir denn mal? Nehmen wir mal Hongkong. Hongkong kannst du von Frankfurt direkt fliegen. Ja, kostet, ich sag jetzt mal 400 Euro Steuern und Gebühren. Fliegst du aber über Warschau und dann weiter mit der LOT, bist du bei weniger als der Hälfte an Steuern und Gebühren. Ähnlich gibt es da noch diesen Kopenhagen-Geschichte da. Also so, wenn du über Dänemark fliegst, ist es noch weniger. Also für die gleiche Strecke. Mhm. Also auch da ist angesagt, dass man einfach die ganze Sache nicht aus den Augen fällt und einfach erstmal guckt, wie buche ich das? Ach so, da auch noch was Wichtiges. ich habe kein Skript mehr gemacht. Versucht die Strecken einzeln zu buchen. Also erstmal gucken, okay, ich will an dem Tag hin, also mache ich nur einen Hinflug und dann mache ich nur einen Rückflug. Also nur auch wieder einen Hinflug von der anderen Seite. Buchen tue ich das Ganze aber als Hin- und Rückflug, wenn ich die Daten habe. Der Haken ist der folgende, jetzt gerade beim Lufthansa-System. Wenn der Rückflug, also du würdest gleich versuchen, Hin- und Rückflug zu buchen, der Rückflug hätte aber keine Verfügbarkeit mehr in der Business Class zum Beispiel, dann würdest du auf dem Hinflug auch keine Verfügbarkeit angezeigt bekommen, weil du immer nur in der gleichen Klasse hin- und zurückfliegen kannst. Okay. Also wenn du es zusammen machst. Also hast du wenigstens einmal dann Business. Nein. Du probierst dann vielleicht bei dem Rückflug einen Tag früher oder einen Tag später. Ach so, ja, klar. Also. Verfügbarkeit und dann machst du wieder alles zurück und buchst Hin- und Rückflug in einer Buchung. Okay. Ja. Weil du, wenn du die dann cancelst, in dem Fall nur 50 Euro zahlst für Hin- und Rückflug, weil es eine Buchung ist, im Gegensatz zu zweimal 50 Euro, wenn du das einzeln gebucht hast. Ja. Da merkt man mal, was du für ein Fuchs bist. Ne? Also ihr habt halt lange und oft, deswegen hatten wir das immer so mitbekommen, wenn ihr da eure Sachen abgezogen habt, ne, Thorsten und du. Das ist schon ein geiler Scheiß. Aber ich würde auch das Fazit runterbrechen vom Grötzi auf. Ja. Es ist Arbeit, man muss gucken, aber kann sich halt lohnen. Und ich meine, wir haben jetzt nur mal jetzt das Australien-Beispiel. Wir reden hier über 19.000 Euro gesparten Flugkosten. Ne? Klar kostet mich die Amex-Punkte auch was, aber ich meine, auf der anderen Seite mit ins Grab kann ich sie nicht nehmen und dann muss es halt mal irgendwann weg sein. Ne? Also alles gut. Ja, klar. Ja, die andere Sache ist natürlich auch die, du würdest wahrscheinlich auch keine 20.000 Euro für den Flug ausgeben, wenn es echtes Geld wäre. Also deswegen ist das mit, ja, weiß ich nicht mehr. Ja. Aber was anderes, was mir noch einfiel, gibt es eigentlich die Möglichkeit, Newsletter, haben die alle Newsletter für ihre Meilenschnäppchen? Man könnte ja praktisch von den ganzen Fuzzis sich die Newsletter schicken lassen und dann hat man ja mal immer was, wo man so ein bisschen reingucken kann. Ist das eine Idee oder eher du? Ja, ich denke mal, am gescheitsten ist da auf die einschlägigen Seiten zu gehen. Die haben diese Meilenschnäppchen ja ein bisschen im Blick. Du hast früher war es. Hast du da so einen Favoriten, den du jetzt raushaust, wo du sagst, ja, da gucke ich immer? Nö, ich gucke da, wo es mich gerade sieht. Ich habe ja auch zum Beispiel, wärst du jetzt nicht gekommen mit dieser Australien-Sache? Ich habe momentan ist Fliegen durch Corona nicht mein Thema. Ja, natürlich juckt es mich unter den Fingern. Ich würde gerne, natürlich. Ich meine, die Kantonmesse ist ja irgendwann wieder und schöne Sache wäre es schon. Aber ich mache das dann tatsächlich, wenn es soweit ist. Weil du hast ja auch sehr viele Veränderungen in den Programmen. Und dann musste ich wirklich für so einen Flug, sitzt du einen Tag, bis du das komplett hin hast, bis du so, ja. Bis es perfekt ist. Bis es perfekt ist. Und dann musst du es noch dem Mitarbeiter im Callcenter erklären, was du dir so ausgedacht hast. Wieso? Wieso den Mitarbeiter im Callcenter? Ja, weil wenn du das so richtig buchst, geht das online nicht. Also wenn du so alles ausprobieren willst, wenn du sagst, okay, du willst ein Stopover. Stopover geht im Callcenter, ja. Ja. Geht aber nicht auf der Webseite.
Okay, das wusste ich. Also gut, auf gut Deutsch, Australien musst du mir dann leider helfen. Da muss man halt eine Rechnung. Ja, das mache ich, das ist kein Problem. Kein Thema. Okay. Ja, cool. Was Newsletter noch angeht, gibt es ja unter anderem First Class and More, Meilen optimieren, Travel Deals. Also das ist ja einiges. Bei Flying Blue kann man sich kostenfrei anmelden. Dann kriegt man von unseren niederländischen und französischen Freunden mal die ganzen Offers, die sie haben. Ja, Fly Blue musst du dich eh anmelden, weil du ja sonst die Meilen nicht transferieren kannst. Das ist auch so eine Sache, also wenn du eh schon Amex-Kunde jetzt bist und weißt, okay, du willst irgendwie mal irgendwann starten mit dieser Sache, dann ist es nie schlecht, wenn du dich bei ein paar Programmen schon mal angemeldet hast, damit du mal eine Nummer hast, dann müssen diese Nummern verknüpft werden, das dauert ein bisschen. Bei welchen denn, Jan? Was empfiehlst du? Also, mein Favorit aus der Amex-Welt ist die British Airways. Mhm. Die funktioniert recht gut. Die Alitalia mit allen ihren Knecken und Zeitproblemen, Serverproblemen. KLM, Air France, das ist eins und dasselbe. Flying Blue. Wie bitte? Flying Blue heißt das ja bei denen, glaube ich. Ja, das sind die, die drei, sagen wir mal, die man zu Anfangs machen könnte. Iberia, aber da kriegst du meistens, also habe ich jetzt keine guten Angebote gefunden, für mich nicht. Aber es gibt ja durchaus auch Leute, die viel im spanischen Bereich unterwegs sind, da ist das wahrscheinlich was anderes. Hm? Ja. Ja. Gut, ja, ansonsten, ja, das kostet ja nichts. Also das kannst du dich theoretisch bei allen anmelden. Ja. Gut. Okay, das können halt auch noch dran denken, wenn man bei dem Meilenprogramm noch nicht eingetragen ist, in letzter Zeit vor Corona auch mal geflogen ist. Man kann sich auch nachträglich in der Regel noch die Meilen gutschreiben lassen, einige Monate rückwirkend. Hatten wir ja zum Beispiel bei Emirates auch gemacht, waren wir ja auch nicht angemeldet und haben wir uns dann nachträglich auch noch, was gab das irgendwie 3000 Meilen für die ganze, 3000, 4000 Meilen für den ganzen Rundflug da. Braucht man ja auch nicht liegen lassen, falls man da noch Möglichkeiten hat. Aber es ist schon, also mega spannend. Es ist, also ich will jetzt nicht sagen trockenes Thema, ne? Es ist halt nicht so wirklich greifbar. Da muss man halt viel, viel selber machen. Aber also ich bin begeistert, weil das macht einfach Sinn, ne? Manche Sachen. Nicht alles, natürlich, aber wofür sammeln wir die Meilen? Da will man sich auch mal was Gutes tun. Natürlich, und manchmal kommt ja auch dann die Idee erst beim Buchen, dass du dann sagst, oh, guck mal, das könnte ich ja dann so rumlegen oder jetzt gerade Singapur oder Tokio nochmal mitnehmen. Genau. Das hattest du vielleicht gar nicht auf dem Plan, ja? Ja. Und das kann schon passieren. Nee, Tokio will ich unbedingt mal machen. Das habe ich schon gesagt, also unbedingt mal erleben. Das wäre dann echt ein guter Punkt, ne? Ja. Und was man ja auch nicht vergessen darf, meine Entwertung, wo du es gerade bei Alitalia sagtest, sagt niemals nie, man weiß ja auch nicht, ob Amex die Meilen auch nochmal irgendwann entwertet oder ähnliches passiert. Du weißt zumindest nicht, wie die Tauschverhältnisse sind. Also wie gesagt, wir haben bei Amex haben wir drei verschiedene Tauschverhältnisse, was Flugmeilen angibt. Delta und wir sind also verschiedene Werte und das kann ja jederzeit angepasst werden. Hm? Ja. Also von der Seite her. Ja. Fliegen, das Zeug hält. Ich bin schon hier am Einloggen, gucken, was mit meinen Meilen ist, wann die verfallen hier. Morgen. Dann müssen wir aber ganz schnell buchen. Du hast doch die Miles & More Kreditkarte. Ja. Ja, und du machst mehr als 3000 Euro im Jahr. Ja, seit Amex im Moment gar nichts mehr. Also, ich wollte nur einmal eine eBay-Rechnung bezahlen, dann ist das Thema das erledigt. Wie ist das eigentlich? Ein bisschen off-topic. Das ist bald nicht mehr, gell? Ich habe befürchtet, dass du es fragst, ehrlich gesagt. Ich fürchte, Grötzi und ich, wir haben die Tage wie immer geskypt und wir hatten das Thema. Wir denken, das ist dann vorbei, weil die werden das ja von den Gebühren, also es wird ja wahrscheinlich so irgendwie verrechnet, abgezogen. Ja. Fürchte leider, dass die eBay-Rechnung demnächst nicht mehr über Meilen laufen könnte. Der sichere Quell für viele Meilen fällt, ja. Ja. Ja gut, dann kommt, hast du Google Ads und so, wenn du da was schiebst, dann geht das schon, aber es wäre schon ärgerlich. Also ich meine, ich rede hier über einen echt fetten Betrag im Monat, ne? Also, boah, das würde mir schon richtig wehtun. Also, scheiße. Tja.
ich hasse es. Die wissen gar nicht, was sie den Händlern so antun, ja. Aber das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Ich habe heute schon wieder was gesehen, wo ich wieder denke, oh Mann, also eBay, das ist, ich muss wirklich dringend, aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht Thema dieses Videos. Genau. Wir gucken mal, was bei den eBay Open dabei rauskommt. Dann können wir das haue ich da übrigens mit rein. Das ist eine gute, das will ich wissen. Wir hatten noch den Post in der Gruppe von wegen, das schreibe ich da gleich noch rein, ja. Ja, vielleicht sollten Sie da irgendeine Sonderregelung finden. Alles klar, gut. So. Ja. Gut, Jungs. Habt ihr die Fragen im, weil ich sehe die hier nicht. Nee, da war nichts. War nix. Zwischendurch schreibt nur einer, Amex-Punkte lohnen sich am meisten bei der Jahresgebühr. Und der Alex schrieb 200 Euro Guthaben, das ist dann fürs Hotel. Ne? Das Reiseguthaben, was es da noch gibt. Aber das hatten wir ja auch in dem Amex-Video oder im Kreditkartenvideo auch mal gesagt, was man da noch für Benefits dabei hat. Genau, genau. Wie gesagt, ich meine, viele, bei dem Wetter ist sowieso keiner im Büro, das war mir schon klar. Das werden im Nachhinein mit Sicherheit einige Leute hören. Wir laden es übrigens auch bei YouTube hoch. Also da könnt ihr dann nochmal in Ruhe reinhören und auch im Nachhinein vor allem die Sachen, die der Björn gesagt hat. Aber ich denke auch, meine Assistentin wird auch ein paar Sachen rausschreiben, einen kleinen Zeitstempel noch bauen und dann kann man immer direkt an die richtige Stelle switchen. Ja, insofern danke fürs Zuhören. Danke, Björn, für deine Inputs, deine Insights, die du auch hier freiwillig teilst und nicht sagst hier, ich behalte den Scheiß für mich. Und vor allen Dingen auch für die Zeit der vorherigen Recherche, für mich als Australienflug. Dann haben wir nämlich nächstes Jahr mal 2 Wochen Ruhe vor ihm. Ja, das ist das. Ach, du willst nicht mit? Na gut, die Kinder werden zwar dann traurig sein, aber macht nichts. Passt schon. Okay. Jo. Also, danke, Grötzi, dir auch und ja, bis die Tage, ne? Bis die Tage. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.